Oh, wir sind live. Ach, diese Kacke, ey. Ich muss Hallo. Ich kann das auch verstellen. Ah, nee. So, da. Hallo. Uns haben gerade Zuschauer Kekse geschenkt. Zeig mal den Keks, den sie dir geschenkt haben. Ja, ist okay, geh. Gucci-Keks. Die waren unnormal lieb. Brutal, ey. So ist gute Perspektive, oder? Ja. Ich hab keinen Bock, spazieren zu gehen, Alter. Bitte holt mich ab hier, ey. Das Blöde ist, man kann ja nie uns beide draufkriegen. Entweder so oder so. Oder du gehst halt einfach weiter vor. Wir sind hier gerade... Hier laufen wir gerade lang. Durch Hamburgo. Unser Ziel ist es, die Elbe zu finden. Gefunden! Okay, wir können wieder nach Hause gehen. Übrigens, danke schön an die Zuschauerinnen, die haben mir auch Kekse geschenkt. Es ist so kalt. Da unten ist die Elbe, als man das sieht. Das ist unser Plan. Nein, nicht so weit. Sandra, das ist nicht weit. Wir gehen nicht so weit. Sandra, wir können hier einfach die Treppe runterlaufen, dann sind wir da. Oder? Nee. Boah, das sieht aber schon süß. Was geht? Hi. Ja, was geht? Wir gehen gerade spazieren. Weißt du, wie wir zur Elbe kommen? Wo lang denn? Da runter einfach. Da den Weg? Okay, ich war hier noch nie, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, klar, natürlich. Ich habe letztens hier das Spiel gesehen, hier in Mongas. Ehrlich? Ja. Sandy, halt mal das Stativ. Aber nicht so nah, weil wegen 1,5 Meter Abstand, ne? Hallo, Stream! Ey, man sieht ja wirklich jeden Pickles. Oh! Leute, wie geht denn das hier, ey? Ey, Luca, dein Gerät funktioniert nicht. So. Sandy, komm, wir müssen jetzt runter. Viel Spaß euch noch auf jeden Fall. Ciao, Jungs. Ciao. Ja, irgendwie war das jetzt nicht so eine gute Idee, weil entweder filmen wir halt Sandra oder man filmt halt nicht. Das ist schwierig. So machen. Ja, es ist schon frisch. Ja, man sieht jetzt das erste Mal live den größten Unterschied, wirklich. Ja. Herzlich willkommen, Julian Maxim 2006 in der Loop Crew. Wahrscheinlich der Typ von gerade. Jetzt hab ich erstmal rein. Ups, jetzt laufe ich fast gegen so einen Busch. Also, und alle Hamburger, wahrscheinlich niemand hier aus Hamburg, wir sind gerade in der Brödeltreppe. Bröhrstreppe. Bubble. Jetzt ist halt die Frage, Sandy, wo gehen wir lang? Ja. Das sieht schon sehr steil aus. Also, wir haben halt einmal die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Das ist schon sehr steil, das kommt überhaupt nicht so rüber. Oder halt hier. Glaubst du, man kann da runter, Luca? Na, also, wieso hast du nicht gesagt, dass es so weit ist? Hä? Ich hab doch gesagt, was? Wir gehen halt spazieren. Das ist ja nicht weit. Wir gehen halt einen Rundkurs. Ja, ich wollte aber einfach nur jetzt nur kurz sein und dann nach Hause. Oha. Digga, Miami auch gut bestellt, Alter. Wenn mir eine Schlange entgegenkommt, heidelt's, Junge, ne? Wo sollen denn hier Schlangen sein? Wo spaziert ihr? Wir sind gerade in Hamburg im Treppenviertel. So sieht's hier auf jeden Fall gerade aus. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Er ist schon süß. Da ist die Elbe. Digga, ich komme null klar mit diesem Stativ. Hä? Du legst dich safe gleich aufs Maul hier. Mal ein bisschen Fragen beantworten. Ja, Leute, stellt mal ein paar Fragen. Wie groß bist du? Ich bin 1,94 und Sandra ist 1,57. 1,56. Boah, Digga, guck mal hoch, wie steil das ist. Ja, und das gehen wir nicht hoch. Ich rufe uns ein Taxi. Ein Taxi. Wir hätten auch einfach einen Autostream machen können, wenn wir Auto fahren. Nein. Dann sind wir nicht in der frischen Luft? Scheiß mal auf die frische Luft, Alter. Kommt am 1.12. neues Merch. Nee, am 1.12. nicht, aber vielleicht danach. Also, aber nur so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt keinen großen Launch geplant. Ich hatte gar keine Zeit dafür dieses Jahr leider. Wegen Umzug und dem ganzen Kram. Guck mal, Sandy, da ist die Elbe. Wir haben schon fast geschafft. 10.000 Leute gucken uns hier zu, während wir rumlaufen. Leute, soll ich euch mal was sagen? Das ist so eine Scheiße, die wir hier machen. Wieso muss ich bei so einem Kack immer mitmachen? Hallo. 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 Auf einmal kennt man jeden. Wir suchen uns jetzt erstmal eine Bank. Warum suchen wir uns eine Bank? Du hast kein Geld. Ich muss erstmal kurz chillen. Ach, zum Hinsetzen? Ja. Ach so, ich dachte, du musst Geld abheben. Und was wollen wir jetzt hier? Ich dachte, hier wäre es wenigstens schön. Hä? Es ist halt schön. Es sieht schon Hammer aus da hinten. Da oben so, das ist schon schön. Ich zeige euch das mal hier ein bisschen, Leute. Ihr kann Schlangen gucken. Bist du in Madison Beer verliebt? Erinnert mich nicht an sie. Erinnert mich nicht an sie. She left me on read like 4 times. Ja. Da würde ich auch Sandra sehen, so, ne? Wollte Sandra nicht mal Sport machen, ja. Da seht ihr den Fortschritt von Sandras Sport. Rauchst du? Ich rauch nicht. Bin, glaube ich, der größte Antiraucher der Welt. Und Sandra ist das komplette Gegenteil. Holt mich hier raus. Bitte holt mich hier ab. Holt mich hier ab, ich will nach Hause. Holt mich hier ab, bitte.
Schönen Tag. Ja. Deine Kekse. Das ist doch eine schöne Perspektive. Ich hätte gerade lieber einen Glühwein, bin ich ganz ehrlich. Ja? Ich kann nicht mal die Fragen lesen, weil die zu weit weg sind. Warte mal, ich stelle das mal ein bisschen. Lina ist da. Oder Stör. Liebe Grüße. Dann eigentlich müssen wir uns andersrum hinsetzen, weil das hier höher ist. Okay. Okay. Ach so, ich dachte, wir beiden ändern die Sitzposition. So. So meinst du? Ja. Also wir haben halt Zuschauerinnen getroffen, die meinten halt, hey, ihr habt ja gesagt, ihr geht hier spazieren, wir haben euch Kekse gebacken. Dann haben die uns halt Kekse vorbei. Oh, meine sind komplett Schrott. Also so sehen meine Kekse aus. Meine waren echt hier. Haben die bei mir auch so Messages draufgeschrieben? Die Sache ist, nach den Keksen kriegen wir gleich safe Durst und wir haben kein Wasser mit. Aber es gibt oben eine Bar, da ist ein Glühweinstand. Aber wir gehen da nicht nochmal hoch. Boah, Sandy, da kommt ein Schiff. Lass uns zur Elbe gehen. Ich wollte eigentlich Fragen beantworten. Machen wir gleich. Komm, wir gehen jetzt zur Elbe. Ich fühle mich auch wie so ein Dulli, weil ich hier so rumlaufe. Wie so ein Touri, wisst ihr, so am Times Square irgendwie in New York. Mit so einem Stativ in der Hand, mit dem Handy. Scheiße, Digga, das Schiff ist echt schnell. Wieso fahren die so schnell? Ich will die doch filmen. Hup mal! Verpiss dich, du Hurensohn! Sandy, willst du ein Bild mit dem Schiff? Och, Sandy, ey. Komm, jetzt mach! Wie hast du Sandra kennengelernt? Ich habe bei uns in der Mensa im Gymnasium mein Besteck aus ein paar Meter in das Besteckwasser geworfen, weil wir so ein Basketball-Challenge-Game hatten unter uns Jungs. Und Sandra stand daneben und wurde nass. Ja, guck, und dann ist Kaya Josephine. Was juckt ihr mich jetzt? Allein, dass Schiffe auch immer einen Namen haben. Hat Sandra abgenommen. Will Leo nie wissen. Die sind immer noch genauso fit. Ey, wir haben hier Filter. Soll ich uns mal ein bisschen schöner machen hiermit? Oh. Dance mal ein bisschen. Wir haben so ein Dance-Filter jetzt. Das Party-Schiff. Wir haben hier noch was. Oh, Seifenblasen. Wir sind unter Wasser jetzt. Was gibt's hier noch? Aua, 18. Jahrhundert, ey. Hey, Leute, bitte, ne? Wow. Hallo. Moin. Na? Boah, das kannst du ja keinem antun, ne? Was ist das hier? Boah. Boah, mach mal einfach nur so. Ey, es sieht so aus, lass mal so ein Foto machen, als wärst du 15. Jahrhundert und wir stehen hier so und entdecken gerade so die Stadt. Ach, Digga, nein! Oh. Luca, sind zwei Kekse hingefallen. Das ist die Sache, heben wir die auf oder nicht? Also, man kann die halt nicht mehr essen, aber wir könnten die in den Müll schmeißen. Aber ist hier irgendwo ein Mülleimer? Ja, mach deinen Mund auf. Halt deine Fresse, du Penner. Wo ist denn hier ein Mülleimer? Da hinten ist einer. Halt mal meine restlichen Kekse. Ich nehme jetzt mit. Alter, meine Hände sind so tot, ne? Ich ziehe mir jetzt gleich auch meine Handschuhe an. Ja, wisst ihr, Lukas, so egoistisch, packt nur sich Handschuhe ein. Ich habe halt nur ein paar. So. Keep your environment safe. Ich bin dafür, dass wir auf diesen Steinen chillen. Ein paar Fragen beantworten, dann gehen wir wieder. Da hinten ist eine Bank. Wir setzen uns jetzt auf die Bank, okay? Dann beantworten wir ein paar Fragen. Wir sind live seit 20 Minuten. Geplant war der Stream 2 Stunden lang. Aber der wird niemals, ich sag's euch, wie es ist, davor schrotzt sich das Handy. Wir hätten einfach Wodka mit Sprite mitnehmen sollen. Es ist 12 Uhr. Egal. Ich schmeiß jetzt erstmal die Kekse weg. Wer findet den Stream auch unnötig? Daumen hoch. So, haut mal Fragen raus. Schreibst du Lukas immer noch Liebesbriefe? Nein, habe ich auch noch nie getan. Ich muss ein bisschen näher ab, sonst kann ich das nicht lesen. Ich glaube, mein Gesicht friert gleich ein, ne? Wie alt ist Sandra? 21. Ja, Lukas! Du hast noch überlegt? Sandras Mantel ist von H&M, hat mir den gleichen in Blau gekauft. True! Wirklich? Sandra braucht den nicht in Blau, weil sie selbst ist die ganze Zeit blau. Oh mein Gott, Alter, Lukas, mein Gehirn friert ein, liebe, ne? Grüße, Layla, da gibt's dich zum Einfrieren. Könntet ihr für die Leute, die Podcast beim Schlafen hören, die Folgen früher rausbringen? Nee, hör die einfach am nächsten Tag zum Einschlafen. Hör die am nächsten Tag zum Einschlafen. Tylor oder Madison? Das musst du jetzt entscheiden. Madison. Safe. Ey, da hinten ist der Airbus-Flughafen, ne? Siehst du die Flugzeuge da hinten? Ja, das juckt mich nicht. Aber das ist richtig krass, da bringen die dann immer Flugzeugteile hin und so und bauen neue Maschinen und so. Richtig heftig. Was ist der Liegestützrekord von Sandra? Ich glaube 60.
Ich war mal sportlich. Sandra, du wächst hier das ganze Treppenviertel. Scheiß drauf. So, halt dein Maul, Digga. Hier leben Leute. Das ist mir egal. Zeig mal den Flughafen, please. Den seht ihr gar nicht, weil es so verdebelt ist. Ich kann es probieren, euch den zu zeigen. Ich habe so viel geraucht, dass man nichts mehr sieht. Ja, es ist nur neblig wegen Sandras Zigarettenkonsum. Dahin ist der Flughafen. Ich glaube, da sieht man so ein bisschen so die Dinge. Da sieht man auch ein Flugzeug, was da steht. Das ist Airbus. Könnt ihr einfach mal irgendwie googeln. Airbus Flughafen Hamburg. Das ist richtig krass. Da fliegen dann immer diese fetten Flugzeuge, die so aussehen wie so Elefanten. Wie so Wale. Wisst ihr? Diese Belugas heißen die, glaube ich. Die fliegen da immer hin mit so Teilen für Flugzeuge. Wann kommst du mal wieder Bielefeld? Gestern war ich da. Kurz Family besuchen. Und jetzt bin ich halt wieder in Hamburg erstmal. Das ist krass. 2 Mülltonnen auf einem Bild. Wie viel intelligent hat Sandra? Ich glaube tatsächlich mehr als du, Bruder. wenn du Intelligenz meinst, keine Ahnung. Sandra, was ist dein Intelligenzquotient? Ich komme auf Gymnasium. Gut. Wollen wir mal ein bisschen weiter in die Richtung? Oh, Sandy, was kommt denn da? Mashallah, Bruder. Einfach der Groß oder was? Komm jetzt. Schau uns jetzt mal das Boot da an. Guck doch mal, Digga, wie riesig das ist. Ja, Leute, Boot. Wie heißt das? Express Mulhagen. Moment. Ey, wenn wir winken, hupt er dann wohl? Ich mach mal. Verpiss dich, du Hurensohn! Mach mal was Cooles für ein Instagram-Pick mit einem Boot. Leute, macht jetzt Screenshot. Hier ein Boot. Ja, da ist der Leuchtturm. Ey, irgendwie ist hier auch mittlerweile so viel los. Ja, alles so dumme Menschen, die spazieren gehen. Was ist deine Meinung zu Stuttgart? Ich mach mal so, dann haben wir das Boot im Hintergrund. Das ist einfach eine ganz normale Stadt, wie Köln auch. Nee, Köln ist besonders. Stuttgart ist so wie Hamburg einfach verdammelt. Okay. Wie viel wiegt Sandra? Boah, ich trau mich nicht auf die Waage zu stellen. Wieso rauchst du, Sandra? Weißt du nicht, dass das ungesund ist? Das ist mir egal. Bist du wirklich gläubig? Also ich bin gläubig. Bist du gläubig? Ich glaub nur an mich selbst. Seid arrogante Sandy. Was sagst du zu Luca vor 4 Jahren? Ja, Opfer. Warst du schon mal in Essen? Ja, im Einkaufszentrum. Was war dein Abi-Durchschnitt, Sandra? Da reden wir nicht drüber. Komm, wir laufen jetzt mal in die andere Richtung. Sandra, das ist wieder der Typ, der dich mitnehmen wollte. Hallo. Ja. Ich hoffe, das hört man alles im Stream. Du bist kein Gentleman. Er meinte jetzt, wenn du nach Hause willst, du musst einfach nur laut schreien. Es findet sich immer ein Gentleman, der dir hilft. Einfach der unnötigste Stream EU-West. Warum denn? Mann, es gibt keine Position, wo wir beide drauf sind, ne? Außer vielleicht... Nee. So können wir es machen. Was ist dein Lieblingsanime, Sandra? Ich guck kein Animes. Wollen wir da die Treppen hoch? Oder wollen wir noch weiter? Erstmal gucken, ob es irgendwo leichter ist, hochzukommen. Alles ist scheiße. Mach.